Ein Balsam für Batman, Mascara für Catwoman, ein Lippenstift-Amulett von Dr. Strange und der Make-up-Pinsel für Harley Quinn. Seht euch den Wettkampf von Marvel gegen DC Make-up in unserem neuen Video an. Jessica und Blondie sind riesige Comic-Fans. Jessica mag Marvels lustige Geschichten und Blondie findet das DC-Universum aufregend. Jedes Mädchen ist sich sicher, dass ihre Helden die Besten sind. Jessica macht sogar einen Lippenbalsam für ihren Lieblingscharakter Captain America. Nehmt den Behälter auseinander und entfernt den Balsam. Befestigt das Gitter an der Kappe. Färbt den Lippenbalsam mit blauem Make-up-Glitzer. Schmelzt es in der Mikrowelle und gießt es in den Behälter. Lasst es dann aushärten. Gebt weißes essbares Puder zum anderen Teil hinzu. Schmelzt es und gießt es als zweite Schicht in den Behälter. Lasst es auch aushärten. Mischt den dritten Teil mit rotem Make-up-Glitzer. Schmelzt es und gießt es hinein. Lasst den Lippenbalsam dann aushärten. Deckt jetzt den Behälter mit Acrylfarben ab und bemalt die Unterseite rot. Malt Ringe auf die Kappe. Es soll aussehen wie das Schild von Captain America. Beschichtet den Behälter mit klarem Nagellack und befestigt einen silbernen Stern. Wow, Jessica hat einen Superheldenbalsam. Ein Minischild von Captain America ist immer in ihrer Tasche. Blondie findet diesen Lippenbalsam nicht so toll. Sie hat auch eine Superwaffe. Ein Batman-Balsam, direkt aus dem DC-Universum. Legt eine Vorlage von einem Batman-Logo auf ein Balsam. Verfolgt es mit einem Zahnstocher. Und macht eine Mulde. Fügt zu dem restlichen Lippenbalsam schwarze Lebensmittelfarbe hinzu und füllt den Ausschnitt damit. Lasst es dann aushärten. Formt eine Batman-Maske aus Ton. Fügt noch Löcher für die Augen mit Acrylfarbe hinzu. Bringt die Maske mit Kleber an der Kappe an. Ich öffne meinen Superheldenbalsam. In dem Moment, als ich das Logo zeige, eilt Batman zur Rettung. Mein Lippenbalsam ist also nützlicher. Die Mädchen streiten sich darüber, wessen Make-up besser ist. Lasst den Kampf beginnen! Blondie verwandelt sich in ihre Lieblingsfigur, Harley Quinn. Jetzt werden wir sehen, wer der Gewinner ist. Und wo ist Jessica? Mir wird langweilig. Hier kommt sie. Jessica wurde zur besten Spinne der Welt. Außerdem hat sie ein Amulett von Dr. Strange. Reinigt eine runde Lidschattenpalette. Schmelzt dann einen Lippenstift in der Mikrowelle. Und befüllt die Abschnitte in der Palette. Fügt jetzt zu der grünen Acrylfarbe Glitzer hinzu. Mischt es und bemalt die Kappe der Palette. Beschichtet es mit klarem Nagellack. Verfolgt die Palette auf dickem Schaumstoff. Zeichnet eine Augenform darum. Und schneidet es aus. Macht ein Loch für die Palette. Schneidet auch die Vertiefung so, dass sich die Palette öffnen lässt. Bemalt das Stück mit einem Bronzeton. Färbt den unteren Rand der Palette auf dieselbe Weise. Legt die Palette in das Auge. Macht ein Muster auf dem Medaillon mit einem Acrylmarker. Verziert den oberen Rand der Palette. Und steckt einen Haken in die Schaumstoffplatte. Fädelt ein Stück Schnur durch und macht einen Knoten.
Dr. Strangers magisches Augenamulett hilft Jessica beim Schminken, während ihre Freundin schläft. Es ist ein echtes Schönheitsamulett. Wir werden die ganze Welt damit bunter machen. Aber Harley tut nur so, als würde sie schlafen. Sie braucht keine dummen Amulette, um schön zu sein. Sie hat ihren eigenen bewährten Lippenstift. Deck deine Lippenstifttube mit Kreppband ab. Färb 2/3 davon mit goldener Acrylfarbe. Und entfernt das Band. Bemalt die Oberseite silber. Färb Lippenstift mit flüssiger Lebensmittelfarbe. Und fügt Make-up-Glitzer hinzu. Schmelzt es danach. Füllt eine Spritze mit dem geschmolzenen Lippenstift und lasst es aushärten. Stellt den glitzernden rosanen Lippenstift auf dieselbe Weise her. Schneidet das Ende ab und dreht den Lippenstift heraus. Schneidet die Lippenstifte der Länge nach ab und setzt zwei verschiedene Hälften zusammen. Steckt den Stab in das farbige Röhrchen. Harley Quinn gibt nicht so leicht auf. Sie versucht Spider-Mans Make-up mit ihrem zweifarbigen Lippenstift zu machen. Das ist so verrückt. Jetzt ist Jessica bereit für einen Kampf. Die Mädchen bemerken nicht einmal, dass sich eine Freundin im Universum angeschlossen hat. Sie befinden sich mitten in einem echten Kampf zwischen Superhelden. Was ist denn das für ein Krach? Dolly kann nicht herausfinden, was los ist. Warum seht ihr so komisch aus? Und worüber streitet ihr euch? Dann erzählen die Supermädchen ihr alles. Dolly soll entscheiden, welches Make-up besser ist. Jessica holt ihr Spinnengesichtspuder heraus. Färbt Gesichtspuder mit roter Sprühfarbe. Zeichnet mit einem Marker ein Spinnennetz auf einem Make-up-Schwamm. Zeichnet das Muster mit dem Acrylmarker auf dem Deckel nach. Schneidet Spider-Mans Augen auf Schaumgummi aus. Befestigt sie am Deckel. Und legt den Schwamm hinein. Dieses Spider-Man-Gesichtspuder ist weich wie Spinnenweben. Dolly findet alle Superheldenqualitäten gut. Harley Quinn präsentiert ihr Flash-Gesichtspuder. Sie kann ihr Make-up blitzschnell machen. Malt ein Puderbehälter rot. Schneidet einen weißen Papierkreis aus, der etwa halb so groß ist wie der Deckel. Zeichnet das Flash-Blitz-Logo auf dicker gelber Pappe. Klebt den Kreis und den Blitz auf die Oberseite. Die Mädchen werden vom Gesichtspuder mitgerissen. Achtung! Ihr könnt das Gesicht von eurer Freundin in die Maske eines Superhelden verwandeln. Dolly will einen Gewinner wählen. Aber es ist so schwer. Beide Puderdosen sind schön. Diese Entscheidung ist viel zu schwer. Dolly macht es wohl nur noch komplizierter. Jetzt versucht jedes Mädchen Dolly zu beweisen, dass ihr Universum cooler ist. Dolly versteht gar nichts mehr. Jeder quasselt durcheinander und Dolly kommt gar nicht mehr hinterher. Hey, beruhigt euch! Jessica, du beginnst! Zeig mir einfach die ganze Schönheit von deinem Universum. Das ist einfach. Jessica hat bereits ein Schminkprodukt von ihrem Lieblingscharakter. Es ist ein Wespenmascara. Beschichtet eine Mascaratube mit schwarzer Acrylfarbe. Trag doch das Muster mit Kleber auf. Und bestreut es mit goldenem Glitzer. Versiegelt es mit klarem Nagellack. Stellt Dekoflügel mit Heißkleber auf dünnem Draht her. Befestigt es zusammen. Und klebt es auf die Mascara-Oberseite. Schau dir diese Flügel an.
Mit dieser Wespenwimperntusche wird der Look auf jeden Fall fliegen. Harleys Lieblingscharakter ist Catwoman. Und sie hat einen passenden schwarzen Mascara. Wickelt die Mascara-Oberseite mit schwarzem Ton ein. Schneidet den Überschuss ab. Schneidet dann ein Dreieck aus und formt eine Catwoman-Maske. Schneidet eine Brille aus grauem Ton aus und fügt glitzernde Pappe hinzu. Befestigt die Brille, wickelt eine dünne Tonspirale um den Mascara. Keine Catwoman kommt ohne dicke Wimpern aus. Sie hat einen echten Katzenlook. Und wie soll ich wählen, welche Wimperntusche besser ist? Beides sind super Make-up-Produkte. Dolly beschließt, ihre Freunde zu vereinen. Also gibt sie ihnen Comic-Make-up aus dem falschen Universum. Na schön, hier. Jessica bekommt eine schöne Marvel-Lidschattenpalette. Legt Make-up in eine saubere Lidschattenpalette. Mischt denselben Abschnitt aus hell- und dunkelgrünen Tönen. Das sind Hulk-Farben. Fügt noch ein paar Tropfen Alkohol hinzu und drückt es runter. Legt bronzefarbenen und goldenen Lidschatten in den nächsten Abschnitt. Gleicht die obere Schicht mit einem Stiel aus. Das sind die Farben von Iron Man. Setzt perlenfarbigen Lidschatten in den dritten Abschnitt und fügt in der Mitte blaue Farbe hinzu. Das soll das Schild von Captain America sein. Platziert einen Stern darauf und entfernt den dann. Füllt den vierten Abschnitt mit schwarzem Lidschatten. Verteilt es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche. Das ist Black Panthers Lidschatten. Entfernt den Überschuss mit einem Wattestäbchen. Befestigt ein ausgedrucktes Bild mit Marvel Comics auf der Oberseite. Jessica möchte ihren neuen Lidschatten anwenden. Aber es fehlt etwas. Sie braucht einen Superhelden-Make-up-Pinsel. Blondie hat so einen in ihrer Superman-Palette. Verfolgt ein ausgedrucktes Superman-Logo auf dicker, doppelseitiger Pappe. Zeichnet für jede Kante 2 cm lange Klappen. Teilt sie in zwei Hälften, fügt dann die Klappen für die Befestigung hinzu. Zieht die Linien mit einer Nadel nach und schneidet das Stück aus. Montiert und verklebt die Box. Macht auf dieselbe Weise einen Deckel für die Box, indem ihr die Maße etwas vergrößert. Bringt dann das Logo oben an. Blondie öffnet ihre Palette. Dieser Make-up-Pinsel benötigt einen Super-Lidschatten. Es gibt nur einen Ausweg. Wir müssen Kräfte und Universen vereinen. Dieser DC-Make-up-Pinsel eignet sich perfekt für Marvel-Lidschatten. Endlich haben wir einen Waffenstillstand. Wie fandet ihr unser Superhelden-Make-up? Schreibt uns, welches Universum ihr besser findet. Marvel oder DC? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.